hier ist die Silvia vom Stempellädchen. Wir machen heute diese kleine Karte mit diesem Schokokrispi, also quasi Karte und Goodie in einem. Ihr wisst, ich bin ein riesengroßer Fan von diesem Kaffeeset und nicht nur das Stempelset und die Stanzen, sondern auch das Papier. Wir arbeiten heute hier mit dem Kaffeebühnchen, wobei, nee, wartet mal ganz kurz. Mit den Kaffeebühnchen will ich das nämlich doch nicht, weil die habe ich ja hier vorne schon mal ausgestanzt. Moment. Das wäre natürlich auch toll. Sollen wir das nehmen? Ach, das wäre so Ton in Ton. Doch, machen wir. Ach, ich muss mich auch mal in den Videos ein kleines bisschen schneller entscheiden. Wir nehmen das hier. Ach, guckt mal hier, diesen Cappuccino, Milchkaffee, Swirl. Herrlich. Wir fangen ganz easy und simpel an, nämlich einfach mit espressofarbenen Farbkarton. Ein halber Bogen, zugeschnitten auf das Maß 21 x 14,5. Nee, es stimmt gar nicht. Moment. 21 mal 14, weil die Stanzform mit dem Büttenrand, die hat ein eigenes Maß. Oh, ich habe mir gerade die Hände eingecremt. Guck mal, ganz schlecht. Muss ich die Seite gleich überkleben. So, wir falzen in der Mitte bei 10,5. Dann, da schneide ich mir jetzt gleich ein Stück raus. Und dann nehmen wir noch grundweißen Farbkarton. Ich muss mal gucken, ob ich hier noch ein Stück habe. Jawohl. Und den schneiden wir jetzt zu auf das Maß 13,5 mal 10. Ja, ganz doof zugeschnitten. Lieber mal vorher kontrollieren. 13,5 mal 10. Und hieraus stanzen wir uns ein Büttenrandrechteck aus. Das muss ich mir gerade mal hier aus meinem Regal holen. Und zwar hier die größte Form. Dann brauche ich mal meine Stanzmaschine. Und ein Stück Espresso. Brauche ich einfach nur ein kleines Reststück. Mal gucken, was ich hier so habe. Das sieht ganz gut aus. Ich glaube, das passt auch von der Breite. Und da stanze ich mir hier das zweitgrößte. Einmal mit aus. Na, wo ist meine Platte hier? So, die brauchen wir gleich nochmal. Jetzt brauchen wir aber vor allem erstmal Platz. Dann kleben wir den weißen Farbkarton einmal auf unsere Grundkarte. Und darauf kommt jetzt das Designerpapier. Ach, guck mal, wie schön. So,
Und dann habe ich hier mein kleines Schildchen. Ich habe eine Dose mit hier den kleinen Böhnchen. Dann nehme ich das hier mit dem weißen Papier. Dann haben wir ja hier das schöne Band. Dieses Juteband. Ach, das ist auch herrlich. So, und dann machen wir das ganz einfach so. Wir tackern das jetzt hier zusammen. Das Ganze kommt dann mit Glue Dots auf unsere Karte. Habe ich Glue Dots gesagt? Ich meinte Dimensionals. So, guckt mal. Jetzt kommt hier nur noch der Spruch drauf. Da habe ich hier so einen Reststreifen und hier den Spruch Kaffee fragt nicht, Kaffee versteht. Und das stempel ich jetzt in Pekanuss. Ich muss mal eben das hier nehmen. Meine Stempelblöcke sind nämlich alle belegt mit einem anderen Projekt. So. Und auch wenn sie für euch nicht mehr erhältlich sind, ich bastel einfach zu gerne mit den bestickten Rechtecken. Und ihr könnt aber auch dieses Etikett ja einfach ganz stinknormal und simpel ausschneiden. Mit dem Schneidebrett oder der Schrift entlang, das ist ja eigentlich echt wurscht. Aber ich möchte das gerne mit dem Stickrand, mit der Stickkante ausstanzen. Und ich brauche noch ein paar Kaffeeböhnchen. Die stempel ich in Espresso. Einfach daneben. Ups. Und dann haben wir ja hier die schönen Stamping Blends in den Hautfarben, in den verschiedensten Hautfarben. Dann nehme ich mir einfach das Dunkle und zeichne dann hier so erstmal so ein kleines bisschen die Schraffierung nach. Und dann den Rest. Das geht ja ganz flott. Man kann sich das natürlich auch aus dem Designerpapier ausstanzen, aber ich finde das ganz schön, wenn es koloriert ist, weil es nämlich dann auch auf dem festen Farbkarton auch ist und dann passt das von der Papierstruktur einfach hinterher besser zusammen. Ist aber wie alles andere auch Geschmackssache. So, wir brauchen einmal das. Die Kaffeeböhnchen, die kann man natürlich zur Not auch immer noch mit der Hand ausstanzen. Mit der Hand ausschneiden, meine ich. Ach, ich habe heute ein Sprachproblem. Die Kaffeeböhnchen ist verrutscht.
So, und dann kleben wir das Schildchen einfach auf. Und die beiden Kaffeebönchen. Und dann haben wir ja noch die schönen Steinchen, die hier zu der Serie gehören. Da mache ich mir jetzt hier auch noch so ein helleres ab. Ist das schön. Kommt hier auch noch eins hin, weil es so schön ist. So, was sagt ihr? Da haben wir mal eben hier ein Goodie und eine Karte in einem. Finde ich total schön. Diese Kaffeebönchen, die gibt es eigentlich in jedem gut sortierten Kaffeegeschäft. Ich habe die allerdings im Großpack schon vor längerer Zeit in der Metro gekauft, weil ich das so schön finde, wenn sich das so neben der Espressotasse einfindet, wenn es bei uns einen Kaffee gibt. Aber nur für den Fall, dass ihr euch die nachkaufen möchtet. Die sind eigentlich auch echt lecker. So, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln. Die Maße stelle ich euch nochmal auf meinen Blog und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.